Wie kam der Unsichtbarkeitsumhang eigentlich in den Besitz von James Potter? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um James Potter, die Abstammung der Familie Potter und die Heiligtümer des Todes. Genauer gesagt sprechen wir über ein Heiligtum, im Besonderen den Unsichtbarkeitsumhang. Der Unsichtbarkeitsumhang ist, falls ihr es noch nicht wusstet, ein mächtiges, magisches Artefakt, das einst Ignotus Peverell gehörte, dem jüngsten Bruder aus dem Märchen von den drei Brüdern. Eine Geschichte, in der der Ursprung jedes Heiligenscheins beschrieben wird. Die Handlung der Bücher dreht sich um die drei Zaubererbrüder und ihre Fähigkeit, den Tod für eine kurze Zeit zu überlisten. Nachdem sie den Tod besiegt haben, werden sie von einer Personifikation des Todes unter dem Vorwand, ihnen zu gratulieren, mit drei Geschenken bedacht: den Elderstab, den Auferstehungsstein und den Unsichtbarkeitsumhang. Kurz gesagt, jeder Bruder wählte eines der Geschenke, die ihm der Tod überreicht hatte. Ignotus, der Jüngste, entschied sich für den Unsichtbarkeitsumhang. Patmos, der mittlere Bruder, entschied sich für den Stein der Auferstehung. Und Antiros, der Älteste, entschied sich für den Elderstab. Der jüngste Bruder war sicherlich der weiseste von allen. Hier ein kleiner Ausschnitt. Und dann fragte der Tod den dritten und jüngsten Bruder, was er sich wünsche. Der jüngste Bruder war der bescheidenste und auch der weiseste unter den Brüdern und er traute dem Tod nicht. So bat er um etwas, was ihm ermöglichen würde, von diesem Ort wegzugehen, ohne vom Tod verfolgt zu werden. Und der Tod übergab ihm höchst unwillig seinen eigenen Unsichtbarkeitsmantel. Alle drei Gegenstände spielen eine wichtige Rolle in der Harry Potter Geschichte und während der Elderstab ein wichtiger Bestandteil der Handlung ist, war der Unsichtbarkeitsumhang am Ende definitiv das nützlichste Heiligtum für Harry, was interessant ist, weil es ihm von seinem Vater vererbt wurde. Nach James Tod wurde er sicher aufbewahrt, bis Harry alt genug war, um ihn zu schätzen. Dumbledore schenkte Harry den Umhang anonym im Stein der Weisen. Der Umhang wurde also von James Potter an Harry weitergegeben. Aber wie kam James in den Besitz des Umhangs? Wie sich herausstellte, kam der magische Gegenstand einfach durch natürliche Vererbung in seinen Besitz. Pottermore erklärt die Familie Potter und die Weitergabe des Umhangs wie folgt. Die zaubernde Familie der Töpfer, Potter in Klammern, stammt von dem im 12. Jahrhundert geborenen Zauber Linfred von Stitchcomb ab. Einem örtlich geliebten und exzentrischen Mann, dessen Spitzname der Töpfer oder auf Englisch Potterer im Laufe der Zeit war und zu Potter umgewandelt wurde. Linfreds ältester Sohn heiratete eine Frau namens Lolaine Peverell, die aus Godric's Hollow stammte und die Großtochter von Ignotus Peverell war. Sie war es, die Hawthorne erklärte, dass es in ihrer Familie Tradition sei, den Besitz des Umhangs geheim zu halten. Und ihr neuer Mann respektierte ihren Wunsch. Von diesem Zeitpunkt an wurde der Mantel in jede neue Generation an den Ältesten weitergegeben. Fleamons Potter war einer der nächsten Mitglieder der Familie. Er nahm das Gold der Potters und vervielfachte es durch die Herstellung eines magischen Haartranks. Er verkaufte das Unternehmen, als er sich zur Ruhe setzte. Er und seine Frau bekamen einen Sohn, James Potter. Sie lebten lange genug, um zu sehen, wie James die Muggelgeborene Lily Evans heiratete, aber nicht, um ihren Enkel Harry kennenzulernen. Dumbledore, der die Existenz des Umhangs eingeweiht war, erklärt Harry auch, woher der Umhang stammt. Der Umhang ist, wie ihr jetzt wisst, durch die Zeit gereist und vom Vater zum Sohn, von der Mutter zur Tochter bis hin zum letzten lebenden Nachkommen von Ignotus, der wie Ignotus in dem Dorf Godric's Hollow geboren wurde. Dumbledore lächelte Harry an. Ich? Ja, du hast es erraten. Ich weiß, warum der Umhang in der Nacht, in der deine Eltern starben, in meinem Besitz war. James hatte ihn mir erst ein paar Tage zuvor gezeigt. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.